Es war zwar keine besonders lange Pause gewesen, trotzdem ist viel passiert bei den Teams im Sendegebiet. Wir schauen ab morgen dann ein bisschen genauer an, was es für Wechsel und Veränderungen gegeben hat. Heute haben wir zwei Experten getroffen und machen mit denen einen kleinen Ausblick auf die neue Saison. Der Pascal Cerone hat bis zu der letzten Saison für den FC Weil gespielt. Beim St. Galler Club hat er seine Karriere als aktiver Fußballer beendet und ist jetzt neuer Trainer beim FC Frauenfeld. Der 34-Jährige hat auch zwei Saisons beim FC Winterthur gespielt und kennt sich gut aus in der Challenge League. Es ist eine starke Mannschaft aufgestiegen mit Neuenburg Samax. Es ist eine gute Mannschaft aufgestiegen mit Aarau. Und dazwischen sind alles ausgeglichene Mannschaften. Es sind alle zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Von Le Mans über Biel bis Vinti, Weil. Bei Weil weiss man noch nicht so viel, wie viel das hier kommt. Aber ich glaube, es wird eine ausgeglichene und spannende Saison. Der Pascal Cerone glaubt nicht, dass eins der drei Teams im Sendegebiet in der nächsten Saison absteigt. Er traut dem FC Winterthur am meisten zu. Ich sage, Winterthur wird sicher wieder unter den ersten vier sein, wie dieses Jahr. Bei Weil ist es halt relativ schwierig zu sagen, weil ich nicht weiss, wie viele Spieler das dort kommen. Dort ist ja alles noch ein bisschen geheim, dort wird ja alles morgen gelüftet. Und Schaffhausen hat sich relativ gut verstärkt im Sturm mit dem Janu. Den Mariani haben sie verloren an Zürich wieder, aber ich glaube, sie werden auch unter den ersten sechs sein. Gegen hinten werden sie eigentlich gut abgesichert sein, glaube ich. Unser zweiter Gast in der Sendung heute ist der Savas Exucidis. Seine letzte Station in der Challenge League war der FC Wohle. Auch er hat von 2011 bis 2014 beim FC Winterthur gespielt. Aktuell ist er beim FC United Zürich in der zweiten Liga interregional. Wegen einer Verletzung hat er kürzer treten. Savas Exucidis, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Ganz allgemein gefragt, was erwartest du für eine Saison? Also ich warte eigentlich, dass es eine sehr spannende Saison wird für alle, weil ich fand schon die letztjährige Saison schon etwas spannender wie die vorletzte. Und jetzt mit Xamax dem Aufsteiger und Aarau als Ex-Superligist jetzt wieder in der Challenge League, erhoffe ich mir eigentlich einen richtigen Kampf da oben zwischen den ganzen Teams. Du hast gegen diese Mannschaften, gegen alle hast du schon mal gespielt. Du weißt, wie es ist, gegen diese Mannschaften zu spielen. Wer würdest du sagen, ist der unangenehmste Gegner dieser drei Teams? Ja, ich denke mal, am schwierigsten war in der letzten Saison Schaffhausen. Also Schaffhausen ist meistens ein unangenehmer Gegner gewesen. Aber ich hatte auch immer wieder gegen Weil. Hatte ich früher mit Winterthur immer sehr oft Probleme, vor allem auswärts. Und man kann das gar nicht so sagen. Es sind beide unangenehme Gegner, immer für Überraschungen gut. Und ich bin gespannt, wie es diese Saison sein wird. Wer von den drei Teams hat gute Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen? Winterthur natürlich, nach so einer langen Karriere, die ich hatte, war eigentlich Winterthur der zweite Verein, wo ich eine lange Zeit dort war, also 3 Jahre. Und natürlich schlägt für Winterthur mein Herz. Ich wohne ja immer noch in Winterthur und ich hoffe natürlich immer das Allerbeste. Aber dieses Jahr, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Savas Exucidis, vielen Dank für das Gespräch. Es war ein interessanter Einblick und weiterhin alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für alles. Das also die Prognose von unseren Experten. Zum Wissen, ob die wirklich eintreffen, müssen wir uns jetzt noch ein bisschen gedulden. Mit dem zurück ins Studio.